Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Indica. Hallihallo, Freunde. Es ist ein toller Tag und ich bedanke mich für den Support, den fortlaufenden, den vergangenen und den aktuellen. Also, lebt jetzt im Jetzt und lasst euch nicht ärgern und ärgert Kreis nicht. Und Indica felt a stab of doubt. What if she'd made a mistake? What if she had done something wrong? What if the Kudets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? I did everything correctly. Otherwise he would have died from sepsis. And if he didn't? There! He's healed! A miracle! Wouldn't feel good, would it? That means he was indeed talking to God and earned his absolution. God, please. Talk to me this one time. Ich wollte jetzt nicht so viel unterbrechen. Wenn der Teufel spricht, halten wir bitte alle den Mund. Wenn der Teufel spricht, habt ihr Zeit zum Bewerten und Kommentieren. Dankeschön. Ach guck mal, wir haben hier das Tassentelefon. Ich meine, wenn man überlegt, dass Gott vor jeglichen menschlichen Erfindungen schon existiert hat, wenn es ihn gibt. Dann ist ein Dosentelefon schon relativ fortschrittlich. Naja, so richtig sonnengebräunt sah der jetzt auch nicht aus, ne? Am Ende des Tages. So, da sind wir doch. Dann gehen wir mal links. Links scheint mir der rechte Weg zu sein. Ja. So, siehste. Dieses Spiel ist immer noch ein großer Fiebertraum. Es sind große Etiketten, große Bücher, große Zettel. Es ist, als wären wir in so einem... Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Als würden wir in so einem Dings leben. In so einem, oh. Was ist jetzt los? Oh, Licht. Ne, als würde man in so einem Diorama. Weißt du, als würde man in so einem Diorama wohnen oder so. Ah, guck mal. Ein Hebel. Schönen guten Tag. Ja, wenn dann so. Sonst komme ich da nicht hoch, oder? Oder muss ich das Ding nach ganz... Nee. Schaut jetzt nicht so aus. Klettern wir mal einfach drauf los. Hallo, guten Tag. Aha, mhm. Das ist auch nicht sehr stabil. Ich meine, wer baut so eine Fabrik und wer baut dann so einen komischen, merkwürdigen Turm in so eine Fabrik und... Das sind schon viele Fragen, die ich mir stelle. Können wir hier raus? Ah. Ah, da geht's weiter. Okay, jetzt können wir hier nochmal einen Hebel. Das geht noch höher. Wahrscheinlich so jetzt, hä? Diesen Döschen, können wir hier irgendwas aufmachen? Nee, können wir nicht. Ach, Indica. Arme, gespaltene Indica. Sie weiß nichts. Sie weiß nicht, wem sie wie noch trauen soll. Ist Gott ihr Freund? Will der Teufel ihr nur helfen? Es ist alles schwierig. So, da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal hier rauf. Und uns da oben das Körbchen besorgen. Mhm, okay. Ich glaube, ich habe das Körbchen kaputt gemacht. So. Okay.
Jetzt komme ich da. Okay, ich wollte schon sagen, vielleicht komme ich da jetzt nicht mehr hoch und habe irgendwas zerstört. Mein Körbchen war ganz kurz besessen. Wir haben es alle gesehen. Jetzt da hoch oder da, wo das Licht ist? Gehen wir ins Licht oder gehen wir in Dunkelheit? Es geht noch höher. Aber ich glaube, da wollen wir nicht hin, oder? Wir wollen so irgendwie hier... The Temple of John of Damascus. The one from the poster was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Maybe one needed to buy a ticket to see the miracle, and all the tickets had sold out. What if her certainty in God's plan was just another delusion? A temptation she so faint-heartedly succumbed to? Wir waren fast da und haben ihm den Arm abgehackt und... Oh. Okay, läuft irgendeine Radiomusik oder so? Ist bestimmt Copyright, Alter. Verfasst vom konventionellen Gerasimos Sutski. Über das gottgefällige Ausrichten der Finger zum Zeichen des Heiligen Kreuzes nach Art orthodoxer Christen. Okay, da gibt es einen extra Fingermove. So ein Shenanigan. Ach so, man hält das so, weil da hält man irgendwie den Kopf der Schlange. Okay. Naja, okay. Gut, dann machen wir das halt so irgendwie. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Wie gesagt, hier die Radiomusik klingt mir irgendwie ziemlich gefährlich. Weiß nicht, ob das so gut ist. Und da, was ist das? Da liegt ein riesiges Tier auch schon wieder. Das ist doch alles Wahnsinn. Oh, ein Bastschuh. Bastschuh für den linken Fuß, möglicherweise auch den rechten. In den Augen... Von Pavel Sergejewitsch, Indikas Vater, lag zwischen ihm und den Bastarden, wie er immer seine Diener aufgrund ihres Schuhwerks nannte, ein gewaltig kultureller Unterschied. Die scheinbar ungebildeten Bauern weigerten sich freilich, diesen Unterschied anzuerkennen, insbesondere wenn sie Gelegenheit hatten, sich mit ihm zu betrinken. Aha. Okay, ist abgeschlossen. Ich meine, warum hat die Frau uns auch nicht beachtet? Die Frau kippt da irgendwie ihre Köttel auf die Straße, sagt aber jetzt nicht Bescheid. So, hallo, wer sind Sie denn? Sind Sie neu in der Stadt? Können Sie uns irgendwie... Haben Sie Lust, mal was zu machen? Oder irgendwie haben Sie Lust, uns irgendwie zu helfen? Oder, keine Ahnung, hier wollen Sie vielleicht eine Garantieverlängerung? Oder, ne, gibt ja... Oh Gott, hier kommt schon wieder irgendwie... Ah, hier ist ein Safe. So, der ist zum Verschieben. Mit dem könnte ich dann... Mit dem würde ich da hochkommen. Na, Indika, dann schieb mal. Oh Gott, ja, jetzt läuft hier nämlich irgendeine russische Oper. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen und wir kriegen dafür... Dafür kriege ich einen Claim. Hundertprozentig. Wir erzählen einfach mal ein bisschen. Vielleicht haben wir Glück und der Algorithmus versteht das nicht, was hier passiert. Und er feiert sich eh ein. Aber ich glaube, der ist volltrunken und trinkt. Der alte Mann. Mal gucken, was er macht. Wir gehen einfach durch. Also, in der Stadt scheint ja irgendwie keiner auf mich zu achten. Das ist ja am Ende die große Frage, ob sie ihm wirklich geholfen hätten, ne? Auch wenn er jetzt Gottes Gesandter ist. Und, ach, ich weiß auch nicht. Samovar. Ach ja, das letzte Abendmahl. Wie sentimental. Wieso kann ich das alles nicht mitnehmen? Ich würde das schon gerne mitnehmen. Oder wegen den Punkten auch und so. Oh, guck mal hier. Thank you.
Hä? Okay, also kann ich die Plattform auch so bewegen, dass ich dann noch... Oder muss die... Warte mal, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Kam von da und hab mir jetzt hier einen Übergang geschaffen. Da ist er doch. Da ist er doch. Oh Gott, jetzt, da ist sie, die Musik. Doch, schon wieder. Hast du ihn gelesen? Ja, wahrscheinlich. Und jetzt ist er enttäuscht und... Oder nicht? Oder vielleicht verzeiht er ihr? Oder... Wie, was mit deinen Haaren passiert? Sind meine Haare, die hatte ich vorher schon. Also irgendwie ist er ja jetzt auf Bre oder was? Paraskeva Freitag. Heilige Märtyrerin Paraskeva, bitte, was? Okay, na dann bitte Gott mal. Gucken, ob Gott noch Bock hat. Okay, das ist auch wieder so rätselmäßig wahrscheinlich dann gleich. Oh, jetzt hört doch mal auf mit dieser Oper. Im Pater Sergei ist ein Philemann angesenkt. Da kommt doch jemand. Hallo, können Sie uns nicht aufmachen? Hallo? Warum beachtet uns denn niemand? Wir können uns hier einfach irgendwie bewegen, als wären wir hier die Gesandten? Manch einem scheint sein Weg der Rechte, aber am Ende sind es Wege des Todes. Sprichwörter 14 und bla. Wie ist er denn da hochgekommen jetzt? Hä? Hä? Er steht da... Was ist das für ein halluzinogener Raum, Alter? Was zum Henker? Jetzt mich hier. Keine Ahnung. Ist das die Großmutter Hustensaft hier, die wir... Tja, Kirche des Johannes von Damaskus.
Ach so, ich muss auf was drücken. Ja. Das macht vielleicht Sinn. Ich starre und starre. Look, that's our cathedral from the poster. Ja, du bist sauer. Ja, wir haben deinen Arm abgehakt, aber irgendwie wollten wir ja nur helfen. Also ich meine, am Ende ist doch die Intention eigentlich das Wichtige, oder? Klar, wenn ich einem jetzt aus Spaß einen Arm abhack. Ich meine, das ist so ein typischer. Ich meine, wir haben ja auch immer noch, also es gibt ja auch Menschen, die da fest dran glauben und deswegen auch keine Bluttransfusionen und so nehmen, ne? Und sagen, ja, wenn ich dann sterbe, ist es halt Gottes Wille. Und ansonsten lässt dann Wunder geschehen und mich am Leben. Aber meistens, ja, meistens sterben die Leute dann. Guck mal, ich habe nicht mal Gebetspunkte gekriegt. Warum? Das Spiel, das... Mann... Das ist so unfair. Hier nur irgendwas aufsammeln oder da? Bert says. What? The tavern you were talking about. There it is, below. Yeah. Oh, der Herr redet wieder. See the pawn shop opposite the tavern? Its owner is Nahum Batz, Ephraim's brother. They've always hated each other, and yet depended on each other. Nahum was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. And Ephraim's spoons would often end up in Nahum's shop. We used to call them the Batshit brothers. Why don't they like each other? Because each of them thinks that the other brother is richer. Soon you'll be able to play a concert there again. I want to see it, yes? Ja, er hat nicht jetzt so Fun mit ihr, ne? Muss man halt einfach mal sagen. Ja, ich könnte da auf den Stein, aber warum? Warum will ich auf den Stein? Okay, hier könnten wir irgendwie hoch und runter fahren. Da könnte ich wahrscheinlich dann den Stein hochfahren, oder? Dann auf den Stein und hier nach oben. Mehr Stein als sein. Nee, hier ist... Okay, geht schon mal nicht so wirklich lang. Aber hier geht es auch wieder hoch. Hier sind wir ja schon mal lang. Ich gehe jetzt doch erstmal nach oben und gucken... Ob wir da überhaupt irgendein Rätsel machen müssen oder ob wir einfach hier hochgehen können. Boah, ist das eine Glocke. Guck dir die Glocke an. Wow. Fette Glocken irgendwie in diesem Spiel. Wie er seinen Arm aber auch mitnimmt und die Hand fault nicht weg. Oder die? Ja, doch. Ih, die bewegt sich. Guck mal. Ist das die Entstehungsgeschichte von Eiskaltes Händchen? Oh mein Gott. Get me down. Down. Guck mal, hier laufen überall Leute rum, aber die beachten uns irgendwie nicht. Ist denen kack egal, dass wir hier so rumhantieren?
Schauen wir mal, ja. Okay, die beleidigen mich irgendwie, aber... Ist alles eingestürzt. Bin jetzt doch ein bisschen verwirrt. Das war ja etwas höher hier, das Stück. Hier abladen wird nichts bringen. Ach, dann kommt man da vielleicht irgendwie hin, aber... Uns fehlt ja hier auch noch so eine Art Treppe oder so. Oder kann ich hier einfach irgendwie runterhoppeln? Geht's hier vielleicht nochmal? Nee, das sieht nicht so aus, als würde es... Na, da breche ich mir wahrscheinlich einen Knochen. Also so viele Möglichkeiten gibt's ja gar nicht. Leute, naja gut, ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Episode wieder und werden dann dieses wahrhaftige Rätsel hier lösen und ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr Lust habt, dann bewerten, kommentieren, unterstützen, voll geil, Dankeschön, vielen, vielen Dank, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.